Hallo aus Thale. Ich habe mal wieder den Standort gewechselt. Und gerade sind diese ganzen jungen Gänse auf mich zugestürmt hier. Und dann hat die Muttergans, nehme ich mal an, angefangen zu quäken, dass sie wohl nicht weiterrennen. Die kam zielstrebig auf mich zugerannt hier. War ganz schön eigentlich. Ja, ich bin jetzt hier in Thale. Dort gibt es ja den Hexenplatz und die Canyon-Schlucht und also ganz, ganz viele Sachen. Und wenn das Wetter mitspielen sollte, werde ich dann morgen dort hochgehen. Ansonsten genieße ich jetzt erstmal hier den Platz. Hier ist so ein kleines Stahlgeländer, das endet aber hier schon und dann ist das da See und Wald. Es sind noch ein paar Angler auf der anderen Hälfte, aber ansonsten scheint das hier ein ganz nettes Fleck. Jetzt kommen sie schon wieder angerannt. Erst auf dieser Seite des Geländers und jetzt vor mir direkt. Ich bin übrigens hier an dem Silbersee, so heißt der, glaube ich, weil hier ist auch die Silberbachstraße, die hier reinführt. Deswegen wäre das ja naheliegend. Ach, schon putze ich die Dinger. Jetzt zum Abend gibt es ja noch ein Ständchen Blasmusik. So hat jede Region seine Eigenheiten, ne? Ansonsten sehe ich mir hier auf dem See die ganze Zeit die Fischen an. Die Fischen, habe ich gesagt, die Fische an und die Wildgänse. Und die Stockenten. Da vorne war vorhin Fischreiher. Ist schon ein schönes Fleckchen hier. Ich muss ja gestehen, dass diese Musik irgendwie beruhigend wirkt. Zumindest hier in dieser Atmosphäre. Es hallt auch so leicht hier durch den Wald. Und die stimmen immer wieder Neues an. Mal gucken, wie lange das geht. Einen wunderschönen guten Morgen bei herrlichem Sonnenschein. Die Tour startet heute hier am Parkplatz an der Hütte, wo man kostenlos stehen kann, auch hier so mit Wohnmobilen. Das ist sehr schön. Und ich möchte jetzt mal hochgehen hier auf den einzelnen Felsen, wo ich den Namen noch gar nicht genau weiß. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut es euch an. Hier einmal schön der Flusslauf, bevor es zur Seilbahn geht, die ich natürlich nicht nutzen werde, sondern laufe, aber nur so als Orientierung. Seilbahn-Tale-Erlebnis wählt das Maskottchen hier anscheinend oder sowas. An der Talstation hier gibt es noch 1000 Möglichkeiten für Kinder zum Spielen. Ein Kletterpark, so Trampoline. Und alles Mögliche halt. Hier mal so eine kleine Übersicht der Karte. Und ich werde jetzt einfach mal schnurstracks ins Bodetal gehen und mir so das rauspicken, was mir gefällt. Wunderschön, oder? Eben so ein paar Meter hier reingehen und hoffen, dass das alles fest ist. Ja, sieht so aus. Oh, wenn hier mal richtig viel Wasser ist, dann ist das bestimmt ein richtiger reißender Fluss. Hier ist so eine Höhle. Ich habe auch gerade mal ein Foto gemacht, weil man so nichts sieht, aber hört. Aber ohne Licht braucht man jetzt hier auch groß nicht reingehen. So sieht das Ganze von außen aus, wenn man hier hochkommt. Deswegen aber ohne Licht. Und auf dem Foto sieht es auch aus, als wenn es nach 10 Metern, 15 Metern aufhört.
Ansonsten sind so ein paar Wege gesperrt, weil hier so Felsen wohl runtergekommen sind. Da sollte man sich dann vielleicht auch dran halten. Ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn so ein Steinchen hier runterrollt. Schön im Wasserlauf hier mit der Brücke und da hinten, wie es runterkommt. Mit dem Türmchen und der Brücke, klasse. So, direkt hier vor mir ist der Goethe-Felsen. Ich schwenke jetzt gleich mal nach oben. Direkt am Goethe vorbei. Schon beeindruckendes Ding. So, ich verspreche auch, dass das die letzte Aufnahme vom Fluss ist, aber ich fand es wieder so klasse, wie man hier runtergehen kann. Hier geht es so ein bisschen schräg runter noch und hier ist wie so eine riesen Plattform. Die Stufen darunter, da muss ich einfach hin. Ist das nicht eine klasse Brücke in der Kulisse hier? Ein Träumchen. Oh, das habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gesagt. Das direkt neben dieser Gaststätte. Hier ist schon der Räucherofen an von den Forellen, den man hier holen kann. Hier ist jetzt schon die erste richtige Schlucht mit viel Felsen auf der anderen Seite. Und da geht's runter. Und dann geht's gleich hier noch über so eine Brücke. Also die Aussicht ist hier Weltklasse. Deswegen nennt sich das ja auch Canyon hier, glaube ich. Na jetzt gut, hier durch die Bäume erkennt man gerade nicht viel, aber auch hier vom Weg her kann man, glaube ich, schon gut erkennen, dass es hier ein bisschen was anderes ist. Weltklasse. Ich guck mal, ja, von der Brücke aus hier kann man es ein bisschen besser sehen, wie es da runter geht. Finde ich ja super. Das sind immer so kleine Brücken, die sich hier so durchschlängeln an den Felsen lang. Sehr bemerkenswert. Und auch hier, glaube ich, ne, hier runter sieht man nichts. Naja, aber ansonsten sieht man halt viel. Ich muss den Fluss doch nochmal filmen mit dem Canyon hier. Ich zoome das Ganze mal. Weltklasse, oder? Der Bodekessel. Jetzt rauf zum Hexenplatz ist schon ein bisschen fordernd, aber sehr schön. Das ist nämlich ein schöner Weg hier hoch. Das ist mal ein Ausblick, der sich gelohnt hat. So, wenn man hier hochgekraxelt ist. Geht es auf so einen kleinen Aussichtspunkt. Ist das eine Aussicht? Ja, jetzt oben hier Nähe Hexentanzplatz ist dann auch der Tierpark Hexentanzplatz. Aber das spare ich mir. Sieht aber nett und gepflegt aus hier das Ganze. Schöne Holzschnitzereien hier. Kleiner Rundumblick. Auch hier, so wie an vielen Orten, gibt es ja mittlerweile diese Häuser, die auf dem Kopf gebaut wurden. Aber so als Hexenhaus natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Ja, wir suchen schnell, wo die Hexensprüche herkommen. Also hier mit dem Hexentanzplatz und so, alles toll. Kann ich nur empfehlen, hier auch mal hochzulaufen. Sehr schön. Der Hexentanzplatz selber ist unspektakulär, finde ich. Aber so das Ganze drumherum ist echt schön. Und für die, die nicht so fit sind, kann man auch direkt hier oben parken oder mit der Seilbahn hochfahren.
Die Seilbahn kostet nur 5 Euro hoch oder 7 Euro hoch und runter, hatte ich gesehen. Also auch nicht teuer. Ja, das war's mit der Wanderung Bodetal und Hexentanzplatz. Ist eine sehr schöne Runde, die man mal ebenso am Vormittag machen kann, ohne irgendwie in Hektik zu geraten. Wetter hat gepasst, Temperatur hat gepasst, gefiel mir sehr gut. Die Wege größtenteils naturbelassen. Mit festem Schuhwerk sollte man aber schon losgehen. Also nichts mit Flipflops oder Ähnlichem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich fand es sehr gut. Das war's für heute. Macht's gut, euer Markus.